So, es geht weiter mit einem neuen Video. Mit mehr Gameplay direkt, ohne grosse Einleitung. Jetzt fahre ich weiter im Death Stranding für PS4 Pro, wo ich dran bin. Und ich vorher gezeigt habe schon, im ersten Teil vom Video. So, jetzt kann ich aufstehen, so, mit dem Kreis. Aufstehen, he? Ich bin müde geworden. Jetzt. So, Top-Grafik natürlich, Gesamtpause, jetzt hat es auch 2 Minuten sitzen, wir müssen eine Pause machen, weil ich keine Energie mehr habe und so. Oder noch Monster Energy Drinks trinken, das ist kein Witz im Fall, das mache ich jetzt, schaut. Das Baby vorne dran hier, Ausraum heisst sogar noch. Also links kann man Getränke nehmen, wer hat es gedacht, das Monster Energy. So, Achtung, das habe ich noch nie gemacht von vorne direkt, das ist schon krass. Er hat das Monster genommen, Energy. Jetzt hat er sich Energie getankt. Ausruhen steht zwar noch. He? So. Weiter geht's im Text. Wir müssen jetzt in der Basis da fahren. Also respektive, schnell schauen, wie es heisst genau. Ich bin nicht mehr sicher. Auftrag Nummer 3, streng geheim. Kehre zum Verteilzentrum von Souls. Genau Zeiti zurück. Genau, sehen wir es jetzt zurück. Ja, vorher den Reichen von der Präsidentin habe ich zum Verbrennungsofen gebrungen. Das habe ich gemacht, vorher noch anschliessend noch ein Video noch zu erscheinen. Jetzt haben wir schon weiter. Also, auf dem Atemführer marschiere. Man kann hier Wegpunkt setzen. Das geht so, indem man die Optionstaste drückt. Das habe ich erst herausgefunden, vorher halt, oder? Jetzt bin ich hier zum Beispiel. Jetzt kann ich hier das Quadrat drücken so, und mit dem linken Stick kann ich zum Ziel, jetzt zum Beispiel hier, muss ich her zum Stern. Ich habe schon andere Linien gemacht, aber es geht oben durch, der hat halt Luftlinien gegen, oder? Und dann loslassen, weg. Und dann zurück. Jetzt ist es wie wenn man Autorennen geht, fast Ideallinien kommt jetzt quasi so, oder? Aber die weicht nicht ab bei den Gebirgen, die gehen nicht eben durch, sondern luftlinienmässig halt. Das ist ein Nachteil. Aber man kann es jederzeit die neue Sätze natürlich auch. Es ist noch hilfreich, so. Wenn nicht so durchgeht, das geht. Aber es ist eine Basis schon davor zu geben, heute, von dem her ist es nicht so schwierig. So. Wenn man es verläuft oder so. Und es ist riesig, das Game, oder? Jetzt kann ich mal zeigen, wie es aussieht, so grafisch, oder? Mit den HDR-Effekten. Ich fühle mich jetzt eben nicht in 4K ab, sondern in Full-HD, in YouTube-Videos. Sonst geht das Film zu lang, bis es top ist, alles, oder? Und die meisten können eh nicht 4K schauen auf den Handys halt. Komprimiert meistens. Aber Full HD ist ein guter, wie sagt man, Kompromissfall halt, so etwas machen. So. Aber so wichtig ist, das Gleichgewicht muss man behalten. Gegen so einen zwar leeren Rucksack, Kinder, mit dem L2 kann ich die linke Seite verlagern, das Gewicht. Und mit dem R2 rechte Seite, logischerweise, so über. Es geht auch nicht so gut, wenn ich nichts drauf hänge. Ich habe mit so mehr Vertrauen gemacht mit der Zeit, man muss schon nicht reinkommen in diesem Game. Jetzt kann man so Einblendungen, manchmal, oder wenn es allein ist, zum Beispiel, hat jetzt geschnurrt. Oder manchmal auch Musik dazu, auch noch, zum Teil. Es geht ruhig halt hier. Ist sehr idyllisch gemacht, auch mit dem Bächli hier zum Beispiel. Da kann man durchlatschen, kann es mal zeigen, wenn ich vorher müsste, um es auszusehen. Außerdem hatte ich vorher noch Gegner, die hat man jetzt halt nicht gesehen im Video. So GDs, wisst ihr, so schwarze. Das sind ganz sehr schwierige Kämpfe, manchmal. Also schwierig. Ist noch gegangen, gibt es so am Anfang halt, die ersten. Sieht grusig aus, so schwarze Masse und so. Also latschen mal durch hier, mal probieren, ob es geht. Jetzt muss ich ausbalancieren, das Gewicht, links, rechts, so. So, ganz ruhig, man muss ganz ruhig laufen, nicht aufleiten bei diesem Game. Nicht jubeln, nicht jubeln, oh, jetzt ist er abgesoffen, fast. Eieiei. Aufstehen mit dem Kreis. Wichtig ist, dass man nicht jubelt. Man muss aber ein bisschen schneller laufen, das Überrechnen immer so. Komm, wäre ich besser gewesen. So, jetzt wäre ich da. Ich muss auch eh wieder rüber, aber es war zum Demonstrieren gesehen, mal ein bisschen. Hey, es ist gigantisch, jetzt gemacht ist die Weite, vor allem schaut mal die Berge hier. So schön, das Panorama aus. Yeah. Und dann geht es so flüssig. Schaut, ich kann schwenken und machen, es ruckelt nichts auf dem Pro, PS4 Pro. Das ist schon das Beste. Und so fein aufgelöst. Mit 4K Stütze, wie gesagt, und HDR optimiert aus. Es ist gigantisch. Oder die Prärie, die Weite hier.
Platz auf Dinosaurier riesen. Kein Scheiß. Auch nicht. He. So. Ich sage euch über wieder. Ich laufe schon in die falsche Richtung. Wir kriegen jetzt. Das wäre zum Zeigen gesehen. Jetzt kann ich über das Bächlein latschen. Da vorne sieht man so lustig, wo drüber latschen. So, schaut. Achtung. Uff. Ganz ruhig, ganz ruhig. Muss auch ganz ruhig. Konzentriert und begeht. Das seht ihr. Ohne Fehler, fehlerfrei gesehen. So super. So, Säckchen kann man natürlich auch so schnell. Aber wenn man vollgeladen ist, kann man das nicht. Natürlich im Gleichgewicht. Man muss wirklich schauen, gut. Gehe eine Situation. Halt. Jetzt hier kann man schon ein bisschen latschen. Hier. Jetzt kommt hier nachher, jetzt sind wir noch morgen noch dran. Oder? Ich mache es etwa 10 Minuten, das Gameplay-Video. 10, 12, länger nicht mehr. Das ist jetzt nicht zu lang, langsam. Das andere war schon ein bisschen überstrapaziert gesehen. Halt. So. Es hat es auch ein bisschen gegeben, so wegen der Zwischensequenz, oder? Und dann ist es ein bisschen tiefer. Langsam, ruhig, nur ruhig, schön ruhig genommen. Dann geht es, seht ihr, nicht hektisch und so. So. Es gibt einen guten Abschnitt zum Zeigen, alles für diesem Gebäude dort. Also Quartier davor, einfach auch. Wie man es auch nennen halt. So. Jetzt kann ich mal antippen, die Optionstaste. Ob ich richtig drin bin, so. Bei Sam ist hier, also hier bin ich jetzt hier, oder? Und hier ist das Ziel, da hier. Wenn ich wette, kommt jetzt wieder ein Punkt setzen. Es ist natürlich die Luftlinie zu ergeben vom anderen. Quadrat und neben dem linken Stick ziehen, so, verbinden. Das ist ja schon nicht gewusst. Eben darum, ich habe es nicht gefunden, mal vom Modul und so. Halt. Wir lernen wieder, oder? So. Seht ihr? Viel gerade, so. So geht es durch den Kopf. Aber das passt sich auch nicht an das Zeug oben. Da muss man wirklich setzen wieder. Jetzt geht man da über Spitz, drüber, über den Bergen. Wisst ihr, das geht nicht gut, manchmal. Über Stock und Stein, Jungs. Das ist auch durch die Luftlinie gängig. So, jetzt Säckchen, komm, los von Rom. Das Ziel kommt schon mal. So. Jetzt ein bisschen ruhig, einfach nicht die Juchel zu fest. Wenn es nicht rum ist, schon alles, oder? Ich habe nicht so einfach auf los, Säckchen, meistens. So. Ja, jetzt müssen wir auch nicht hier die Luft rein, jetzt müssen wir auch zuerst schon wieder durch. Da sind wir nämlich auch rausgekommen, glaube ich. Ja, da sind wir durchgekommen vorher. Jetzt müssen wir durch den Scanner durch, so. Nord City, ne? So. Jetzt bin ich schon ein bisschen weiter am Gang, aber schon voran langsam. Jetzt läuft es langsam, der Koran läuft. Verteilerzentrum, ja, da muss ich herlegen, das ist mein Ziel. Oder zeigt es an, hier die Sterne, die Sterne, seht ihr, die Bridges. Das ist das Verteilerzentrum dort. So, wir säckeln, komm. Komm, mach ein bisschen, komm. Also, nochmal ruhig jetzt. So. Ich pressiere zu fest. Oh, das ist jetzt. Ah, jetzt geht es von selber jetzt so zu meinen Leitungen. Ja, das hat ja erfüllt. Der Auftrag 3. Kehren zum Verteilzentrum zurück. Ja, da wäre jetzt. Das war ein guter Abschnitt gesehen, noch ein bisschen zeigen von Landschaft, wie es alles aussieht, das Gameplay und so. Führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid. Aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Ja, das Baby ist schon krass, wie das gemacht ist. Schon ein bisschen abgedreht und so dunkel und auch hell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es oft hat, den Wolf, wie das kann leben so. Aber es ist auch auf für sich. Es ist so, weil es auch nicht genau will. Bis jetzt noch nicht. Bei Sinn und Zweck, ehrlich gesagt. Er schläft das Game um, das Baby. In diesem Gefängnis ist er nicht leicht sicher, oder? Ja. Nein. So zu viel ist das. Ach, was macht er jetzt? Ai, ai, ai. Das ist ja brutal, wie du hier. Dann geht er so wieder rein, so versetzt. Jetzt bin ich so quer, so abgedreht alles. Er selber bringt dir den Gedanken hin, oder er ist so, wenn es genau geht. So rein versetzt auf den Ort. Das ist manchmal schon ein bisschen abgedreht, das Game. So ein bisschen psychomässig, manchmal fast.
Als Baby ist er jetzt so der Held. Nein, das ist schon zu viel. Du bist auch ein happy Baby, hä? Bei Sam, also die Hauptfigur, die man spielt. Ich muss jetzt nicht mehr sagen, das weiss man von, glaube ich. So. Die haben das abgeschlossen, Verbrennung abgeschlossen. Gut gemacht. So. So, das wäre es mal mit diesem Video. Vielleicht machen wir noch ein anderes Video darüber, noch ein weiteres, eines dann noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Gameplay-Video, der Einblick in das Game. Und bis ein anderes Mal, bis zu meinem nächsten Let's Play-Video auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss zusammen!